Дорогие студенты, спасибо за предложение. Я радуюсь возможности выступить с докладом здесь, в Москве. И очень надеюсь, что мой доклад будет вам интересным. Это было первые и последние слова по-русски. Я продолжаю по-немецки. Ich bin ja, von Hause aus eben Germanistin und Slawistin. Wir müssen zwei Qualifikationen haben. Und deshalb die Begrüßung auf Russisch. Unser Thema ist heute aktuelle Aspekte, aktuelle Themen in Online-Presseportalen, wie Sie hier sehen, und dann Bemerkungen zu Online-Kommunikationen. Ich möchte Sie jetzt aber zunächst ein bisschen über die Presselandschaft in Deutschland informieren, weil ich meine, sie ist ja eher etwas kompliziert zu verstehen. Aber wenn Sie mir sagen, das wissen wir alles schon, dann gehen wir einfach weiter. Es ist so, dass in den letzten Monaten die Auseinandersetzungen in der Gesellschaft und eben auch in der Presse, dass diese sehr emotional geführt wurden. Man kann sagen, es ist immer wieder ein anderer sogenannter Hype. Ja? Das englische Wort wird dafür benutzt. Also es ist immer wieder ein anderes Thema im Fokus in der Diskussion. Ende des letzten Jahres waren es die Dieselfahrverbote, natürlich schwierig für das Autoland Deutschland. Dann auch die sogenannte Mobilitätswende, die Verkehrswende, eben der Übergang zu den Elektroautos, hat uns in Deutschland natürlich sehr beschäftigt. In den letzten Monaten war ein anderes Thema im Fokus, der Klimawandel. Und ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Also jedenfalls in den Sommermonaten haben junge Schüler von 15 bis 16 immer freitags während der Schulzeit für das Klima gestreikt. Ja? Die haben also wirklich die Schule, sind nicht in die Schule gegangen und sind stattdessen auf die Straße gegangen und haben gestreikt. Merkwürdigerweise hat das große Resonanz gefunden bei den Politikern, bei den Eltern, bei den Lehrern. Ja, wurde unterstützt. Ja, das ist wunderbar, was diese Jugendlichen hier machen. Das müssen wir unterstützen. Und über dieses Thema werde ich dann sprechen. Jetzt aber vielleicht zunächst über die Presselandschaft in Deutschland. Also wir haben überregionale Zeitungen, das heißt also, sie sind interessant für das gesamte Land. Und wir haben regionale Zeitungen, die sind dann eben nur für einen Teil interessant. Jetzt zum Beispiel hier für Baden-Württemberg, ja, oder eben für Bayern. Und überregional, regional, das ist verständlich. Also wenn Sie was nicht verstehen, Sie sind so wenige, fragen Sie einfach. Und dann gibt es eben die Online-Presseportale und da gibt es wieder Auftritte der regionalen Presse, der überregionalen Presse und es gibt auch nur Online-Portale. Manche erscheinen täglich neu, manche wöchentlich. Und Sie können Newsletter bestellen von diesen Online-Portalen und die werden also, ja, diese Online-Portale leben zum Teil von Spenden. Und zu den überregionalen Tageszeitungen, also es gibt eigentlich im Grunde genommen nur vier überregionale Tageszeitungen, also die für ganz Deutschland gelten. Das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, die Welt
Und das Handelsblatt in Düsseldorf, Entschuldigung, das ist nicht richtig. Die Welt erscheint in Berlin und nicht in Hamburg. Dann gibt es zwei Wochenzeitungen, die Zeit und der Spiegel. Und es gibt zwei Monatszeitungen mit überregionaler Gültigkeit. Das ist der Cicero, der erscheint in Berlin. Viele sagen Cicero, also englisch ausgesprochen. Und der Bayern-Kurier in München. Zu den regionalen Tageszeitungen, also interessanterweise gibt es keine Hauptstadtzeitung. Die Zeitungen, die in Berlin erscheinen, die haben nur lokale Bedeutung. Also die gelten nur für den Raum Berlin. Sie haben natürlich alle einen allgemeinen politischen Teil, aber sie sind in erster Linie regional. Das ist der Tagesspiegel in Berlin, die Berliner Morgenpost und die Berliner Zeitung und eben die Stuttgarter Zeitung, die gilt dann für Baden-Württemberg und der Kölner Stadtanzeiger eben dann für die Region Köln, also für Nordrhein-Westfalen. Ich habe Ihnen hier auch, ich habe hier auch ein Bild, aber Sie haben eine viel bessere Karte, ja, und vielleicht ein kurzer Exkurs in die Geschichte, warum es eben in Deutschland keine Hauptstadtzeitung gibt. Das hängt natürlich mit der politischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Also das Land war hier geteilt, ja, sieht man ganz genau. Und das Zentrum war eben nicht Berlin. Berlin, wissen Sie aus der Geschichte, das war kein Teil der Bundesrepublik. Es war dann die Hauptstadt der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Und erst nach 1990, also nach der Wiedervereinigung, wurde Berlin zur Hauptstadt. Aber die industriellen Zentren, die lagen nie in Berlin, auch vor dem Zweiten Weltkrieg nicht. Die lagen eben in Sachsen-Thüringen und dann vor allen Dingen eben hier in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet. Und heute liegen sie eben, Autoindustrie ist Baden-Württemberg und Bayern. Ja. Und damit hängt es eben zusammen, dass es keine Hauptstadtzeitung gibt. Der Föderalismus hat übrigens in Deutschland auch eine Tradition, die weit vor dem Zweiten Weltkrieg reicht. Denn diese Reichseinigung unter Bismarck 1871, die war ja relativ spät. Und vorher waren eben diese Länder hier wie Bayern und Württemberg, ja, und Baden, waren teilweise schon nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden und dann teilweise waren es napoleonische Gründungen. Ne? Also dieser Föderalismus, der kommt nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Der hat eine lange, lange Tradition und er ist auch sehr, sehr lebendig. Ne? Vor allen Dingen lebt er in der Kulturpolitik. Hm? Viele meinen immer, ja, wieso? Wieso gibt es in Deutschland... Es sind 16 Bundesländer, ne? Also diese drei Stadtstaaten, Hamburg und Berlin, noch mitgezählt. Wieso gibt es da 16 Ministerpräsidenten, vor allen Dingen 16 Kultusminister? Ne? Warum? Ja, ich bin auch eine Verfechterin des Föderalismus. Warum? Weil ich glaube, wenn die Menschen die Bildungspolitik bestimmen können, ja, dass das, sagen wir mal, sehr gut ist für die Demokratie. Ja. Und sehr problematisch ist immer, wenn man da den Menschen zu viele Vorschriften macht. Ja. Wenn man den Eltern zu viele Vorschriften macht, welche Sprachen ihre Kinder lernen sollen, welche Schulen sie besuchen sollen, welche Prüfungen sie machen müssen. Und da, denke ich, ist der Föderalismus eine sehr, sehr wichtige und sehr gute Sache in dieser Hinsicht. Gut, also das war der kurze historische Exkurs. Wir machen weiter. Die Online-Presseportale sind natürlich auch Auftritte der Druckpresse. Und die Druckpresse unterscheidet kostenlose Artikel und
zu bezahlende Artikel. Man spricht hier von der sogenannten Bezahlschranke. Ja? Ich zeige Ihnen gleich, was damit gemeint ist. Sie sehen das hier. Ja? Also beispielsweise, wäre jetzt ein Online-Abonnement. Das würde 9,99 Euro pro Monat kosten. Da können Sie bestimmte Artikel lesen, die gekennzeichnet sind. Ja? Und ein Monatsabonnement würde 19,99 Euro kosten. Und wenn Sie das vergleichen, da muss ich mal hier gucken, weil das gar nicht mehr da drauf steht. Also ein Druckexemplar, eine einzige Zeitung würde 2,70 Euro kosten. Und ein Abonnement pro Monat würde 18,90 kosten. Also jeden Tag würde jeden Tag eine Zeitung bedeuten, außer Sonntag. So, die Online-Portale, also die Druckpresse hat Online-Auftritte, dann gibt es noch Portale, die nur Auftritte haben. Die Artikel sind kostenlos in der Regel, ja, und es sind private Betreiber, und diese privaten Betreiber bekommen Spenden. Also die Online-Portale werden durch Spenden finanziert. Also drei habe ich hier aufgeführt, die Nachdenkseiten, und Sie können übrigens die Präsentation bekommen, dann müssen Sie das nicht alles aufschreiben. Ne? Die ist linksliberal bis links, die zweite genauso, Telepolis, und die dritte, die Achse des Guten, sie nennt sich die Achse des Guten, die ist also eher konservativ. So, Sie können über jede Zeitung auf Wikipedia Online-Informationen abrufen. Ja? Da sehen Sie jetzt, das ist die Zeitung Die Welt, ne? Hauptsitz Berlin, das war vorher falsch, Entschuldigung nochmal. Und da sehen Sie also alles. Ne? Verkaufte Auflage 119.397 Exemplar, was nicht mehr sehr viel ist. Und nur noch 0,7 Millionen Leser, also vor der Verbreitung des Internet waren die Auflagen also bedeutend höher, aber das wird hier in Russland nicht anders sein. So, jetzt, wie gesagt, es gibt freie Artikel und dann die Artikel der Bezahlschranke, die immer ein kleines Logo haben, jeweils. Die Schlagzeilen heute Morgen waren folgende, also links diese Artikel, die können Sie aufrufen und alle lesen, bis von Anfang bis Ende. Die rechts, die können Sie nur bis zu einem gewissen Teil lesen. Sie können es mal aufrufen auf Ihrem Handy, dann sieht man das. Kann das auch mal schnell machen. Ich hoffe, dass es funktioniert. So, die Schlagzeile hat sich schon wieder geändert, ja, also ich habe es vielleicht vor 2 Stunden, habe ich das noch eingefügt, und da sehen Sie Welt Plus, ja, den können Sie nur zum Teil lesen, wenn Sie den jetzt aufrufen, na, so geht das nicht, doch, dann kommt es so, und dann kommt das so, und dann endet es, dann endet es, ne? Dann endet es irgendwann so. Ne? So endet es dann irgendwann. Das geht ja nicht. Entweder bezahlen dann oder eben nicht weiterlesen. Gut, also heute ging es offensichtlich um die Situation in Hongkong. Ja? Also die Welt sagt, diese Niederlage birgt für Peking eine brisante politische Botschaft. Und Bezahlartikel scheitern Hongkongs Aktivisten an ihrer eigenen Gewalt. Die Süddeutsche Zeitung,
Einbruch in Sachsens Schatzkammer, also da wurde in das grüne Gewölbe eingebrochen wohl heute Nacht. Süddeutsche Zeitung verweist auf die Uiguren, das muss man aber bezahlen. Die Frankfurter Allgemeine, Wahl in Hongkong, also auch eine schallende Ohrfeige für Peking. Und ein Bezahlartikel bezieht sich auf den Sport, ja, also Trainer Favre vor dem Aus, echter Krampf in Dortmund, wobei ich nicht weiß, ob es heißt es Krampf, ja, oder Kampf, ja. Krampf, ist Ihnen das verständlich? Das ist Convulsia, ja, oder Bismislinie, ja, also Krampf ist auch Nietzmüßler, ne? Und Kampf, ja, das ist Barba, ja. Also ich weiß es nicht, wie es gemeint ist. So, wenn Sie am 17.10. die Presseschlagzeilen vergleichen, da sehen Sie, da war das Thema der sogenannte Brexit. Ne? Es gibt also nur Artikel über den Brexit. Und dann natürlich auch das Problem dieses Brexit ist eben diese Zollkontrolle zwischen Nordirland und der Republik Irland. Na, das ist, deshalb ist überhaupt der Streitpunkt. Und ja, die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die beschäftigen sich eher mit allgemeinen Themen. Ja, die Frankfurter Allgemeine mit der Wohnungsnot. So, jetzt, wir kommen jetzt zu der Online-Kommunikation. Am 20.09. erschien in diesem Online-Magazin Telepolis ein Aufruf zum Schulstreik für den Klimaschutz. Dieser 20.09. wurde von diesen jungen Schülern als internationaler Aktionstag ausgerufen. Und dieses Magazin Telepolis ist also ein eher linkes Magazin, erscheint nur online. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe es vorher schon darauf hingewiesen. Und die Artikel sind also sehr gut. Sie bringen Hintergrundberichte. Und vor allen Dingen, es folgt tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Argumenten. Also es werden Argumente genannt, um bestimmte Meinungen zu stützen. Und das Besondere an diesem Online-Magazin Telepolis ist, dass die Leser die Möglichkeit haben, jeden Artikel, der erscheint, zu kommentieren. Normalerweise sind am Tag etwa 100 Zuschriften online, aber an diesem 20.09. waren, wie Sie hier sehen, 480 Leserzuschriften online. Ja, das ist also eine ungeheure Menge und da sieht man natürlich auch, dass die Menschen dieses Thema sehr beschäftigt. Die Grundlage meiner Analyse ist ein Textkorpus von 9200 Wörtern aus diesen Online-Anschriften. Das sind die ersten 81 Kommentare, die ich ausgewertet habe. Warum 81? Das hat ganz einfach den Grund, weil der Kommentar 82, der hat wieder ein ganz anderes Thema und da sind dann, glaube ich, nochmal 20 Zuschriften erfolgt und das war einfach ein bisschen zu viel dann. Ne? Denn 9000 Wörter ist auch eine nicht unerhebliche Menge. So, man kann diese Zuschriften unterscheiden. Es gibt sachliche, kenntnisreiche Zuschriften oder Postings oder Kommentar. Ich versuche Posting zu sagen und dass es ein bisschen einfacher ist. So, das Besondere hier an diesen Postings ist, dass sehr viele Leser
sich offensichtlich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Also es gibt Zuschriften, die enthalten 20 bis 25, bis zu 25 Linkadressen. Ja? Also Adressen, Internetadressen, mittels derer man sich eben weiter über dieses Thema informieren kann. Also das ist sicher eine Besonderheit des Themas. Und ja, dann kann man noch unterscheiden, relativ sachliche Zuschriften, also die so eine Mitte sind. Dann gibt es natürlich auch sehr emotionale Zuschriften, ironische Zuschriften und nicht verwendbare Postings. Ja? Das ist dann irgendein Unsinn, den man nicht weiter beachten muss. Sagen Sie, spreche ich zu schnell? Nein? So, es geht um die Analyse, es geht um die Analyse Klimawandel und ja, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht Klimaschutz. Sie sehen, es gibt neue Wortbildungen mit Klima. Es gibt in diesen 9200 Wörtern sind 83 Zusammensetzungen mit Klima. Das sind zum Teil also wirklich Neubildungen, kann man sagen. Davon 15 der Klimawandel, 12 mal wird Klimaschutz und oder Klimaschutzdebatte verwendet, 9 mal das Wort Klimakiller, also Killer, kennen Sie, bedeutet im Deutschen dasselbe wie im Englischen. Dann Klimakiller 9-mal, das ist etwas verrutscht auch hier. Dann klimaschädlich 3-mal, Klimakonferenzen 2-mal und Klimaerwärmung 2-mal. Ich habe Ihnen den Artikel in Klammern geschrieben. Sie haben gemerkt, man verwendet hier keinen Artikel. Ja. So. Das, wie gesagt, Klimawandel wurde 15 Mal genannt und das mit diesem Klimawandel werde ich mich jetzt im Folgenden etwas genauer beschäftigen. Ich werde das analysieren, wie dieses Wort, das relativ neu ist, verwendet wird. Der Online-Duden gibt folgende Hinweise zum Klimawandel. Es gibt erstens grammatische Hinweise, Hinweise zur Wortart, Hinweise zum Geschlecht, zur Worttrennung, zur Deklination und zur Bedeutung. Die Bedeutung wird angegeben als Wandel des Klimas. Ja, was heißt Wandel des Klimas? Es ist problematisch, wenn Sie eigentlich das Wort, das Sie definieren wollen, ja, in der Definition verwenden. Das ist etwa so, wie wenn Sie sagen, ja, realistisch ist das, was real ist. Ja? Realität ist das, was real ist. So ist diese Definition Wandel des Klimas. Es ist nicht gesagt, was heißt Wandel des Klimas. Wird es wärmer? Wird es kälter? Es ist ja theoretisch möglich. Gibt es keine Jahreszeiten mehr? Auch theoretisch möglich. Und die Beispiele, die Sie rechts sehen, die helfen auch nicht so viel weiter. Ne? Ein deutlicher, dramatischer, globaler, unaufhaltsamer, weltweiter Klimawandel, ja. Was soll sich der geneigte Leser darunter vorstellen? Gefahren des Klimawandels, ja. Was sind die Gefahren des Klimawandels? Ich denke immer, die Gefahr für den Menschen ist eigentlich fast größer, wenn es kälter wird. Ja. So, soweit also der Online-Duden. Wenn man jetzt die Zuschriften analysiert, kann man eigentlich vier Aspekte unterscheiden. Es geht erstens um die Fakten und deren richtige oder falsche Wiedergabe. Dann geht es um die Folgen des Klimawandels, dann geht es darum, dass Industrie und Mensch Verursacher des Klimawandels sind. Und der vierte Gesichtspunkt ist eine generelle Kritik am kapitalistischen System.
So, was heißt Klimawandel? Das ist danach auch nicht klar. Ich will Ihnen jetzt mal einige Zitate der Postings vorlesen. Also ein Freddy-1 schreibt, ich zitiere, nur werden Fakten unvollständig wiedergegeben und daraus zwar logisch klingende, doch letzten Endes falsche Schlussfolgerungen gezogen. Also das bezieht sich auf Punkt 1. Zu den Folgen des Klimawandels schreibt ein Nutzer, eine Nutzerin, Elch-Test, ich zitiere, so ist das nächste Schneechaos bereits vorprogrammiert. Als Konsequenz ließ beispielsweise die Stadt Lindau am Bodensee die Schulen schließen. Alles eine Folge des Klimawandels. Zitat Ende. Als Verursacher sieht ein Nutzer namens Trumpy die Industrie. Sie lächeln, wobei ich auch nicht weiß, ob das ein Anklang an den amerikanischen Präsidenten Trump ist. Es könnte sein, ja. Ich zitiere, es gibt kaum einen Industriezweig, der nicht massiv zum Klimawandel beiträgt. Dazu gehört auch die Produktion von Zement, wichtigster Bestandteil von Beton. So, und zum Schluss noch die Kapitalismuskritik. Ist übrigens ein beliebtes Thema in den linken Portalen. Da schreibt einer namens Selene Orcott, also ich weiß nicht, was es bedeutet, der Name sein soll. So, ich zitiere, das Thema wird als naturwissenschaftlicher Unterbau für einen generellen Systemwechsel benötigt. Beim Thema Klima geht es logischerweise immer auch um die Grenzen des Wachstums. Kapitalismus aber braucht Wachstum. Zitat Ende. Also, man kann hier festhalten, dass auch aufgrund der Zuschriften eigentlich nicht so ganz klar ist, worüber die einzelnen Kommentatoren nun tatsächlich reden. Ja, es ist nicht so ganz klar, was jeweils gemeint ist. Man kann auch sagen, und so ist es auch gemeint, die Industrie und der Mensch sind schuld. Ja, Winnerwart. Ja. Gut, jetzt, was sind die Vorteile dieser Online-Kommunikation? Die Vorteile sind sicher die sogenannte schriftliche Mündlichkeit. Was heißt das? Die Zitate eben, die ich Ihnen vorgelesen habe, die sind der gesprochenen Sprache ähnlich. Das heißt, sie sind eine gehobene Umgangssprache. Sie zeigen, wie man spricht. Denn, das ist Ihnen bekannt, es ist ein Unterschied, ob ich spreche oder ob ich schreibe. Auch was nicht heißt, dass diese gesprochene Sprache, dass sie schlechter ist als die geschriebene, sie ist nur anders. Denn bei der gesprochenen Sprache habe ich immer einen Gegenüber, habe ich immer einen Adressaten, den ich kenne, der normalerweise physisch anwesend ist. Das ist eben bei der geschriebenen Sprache nicht der Fall. Da ist der Adressat oft unbekannt. Weitere Vorteile sind, diese Texte sind syntaktisch einfach, sie sind leicht verständlich und der Wortschatz ist aktuell, wie man gesehen hat. Von Nachteil ist natürlich, dass orthografische, grammatische und syntaktische Regeln nicht beachtet werden. Der Wortschatz kann auch schwierig sein, denn Neubildungen und neue Gebrauchsweisen sind nicht immer einfach.
um Ihnen jetzt einige Beispiele zu zeigen. Also oft wird nicht beachtet die Groß- und Kleinschreibung. Wobei ich allerdings nicht weiß, es ist irgendwie schick in diesen Portalen, diese Großschreibung nicht zu beachten. Ja? Muss man auch dazu sagen. Dann Rechtschreibung, das, denn. Und ich weiß nicht, wie Sie diesen Buchstaben da bezeichnen, diesen da. Ich sage SZ dazu. Oh, das war nix. Ich sage SZ dazu. Wie sagen Sie dazu? Auch SZ, ja? Und SS, ne? Wobei, auch da muss man vorsichtig sein in der Schweizer Rechtschreibung, die sich ja ein bisschen unterscheidet. Da wird oft Doppel-S geschrieben, wenn man in Deutschland und Österreich scharfes S schreibt. So, umgangssprachliche Wendungen, eben diese, ja, man kann sagen, diese sogenannten Sprechersignale, die eben dem Adressaten zeigen sollen, dass er aufmerksam ist. Das ist eben mal, nochmal, ja, natürlich. Und die Anrede du wird auch verwendet, wobei es aber auch häufig so ist, dass eben in diesen Portalen die Anrede du verwendet wird. Ja? Aber manche Zuschriften zeigen auch, dass die Anrede du verwendet wird, wenn der Kommentator den Adressaten belehren will, ja? Oder wenn er ihn herabsetzen will, so etwa in der Art. Das ist ja doch alles Unsinn, was du geschrieben hast. Ja, das ist alles falsch, was du geschrieben hast. Dann wird, kann diese Anrede du verwendet werden. Und naja, Sie haben auch zum Teil eben harmlosere Schimpfwörter, ja, wie schwachdeppert. Schwachdeppert, eine umgangssprachliche Wendung für sehr dumm, ja, also Otschengruppe. Und das zweite, bisschen dumm herumlabern. Also herumlabern ist umgangssprachlich für endlos sprechen. Also Razgavarivat, ich weiß nicht, das trifft es, glaube ich, nicht so gut. Dann haben Sie auch Neubildungen, also der Energiemix. Ja? Energiemix meint eben eine Mischung verschiedener Energiearten, also umweltfreundliche Energie wie Wind- und Solarenergie und eben diese fossilen Energien wie Erdöl. Ja? Wertewesten ist ironisch, ja. Darauf warst du? Da. Ach, zerbrat mir. Zorok mu prošlo. Хорошо. Собирайте. Ja. Also die Neubildungen zu Klima ist die Klimakanzlerin, Klimaänderung, Klimanummer. Diese ersten drei, die werden Sie im Duden finden, die folgenden nicht. Also die Klimabedrohung, Klimafrage, Klimaretter, Klimanotstand, Klimafaktenlügner. Ja? Klimafaktenlügner wäre fast eine eigene Untersuchung wert. Und dann Klimasysteme, Klimafolgenforschung, Klimawechsel, Klimamärchenonkel und Klimarealistisch. Also nur die ersten drei. Nur zu den ersten drei finden Sie eine Erklärung im Online-Duden. Die anderen existieren, ja, sie existieren natürlich in dem Moment, in dem Sie die Menschen verwenden, das ist klar. Aber sie sind in dem Sinne noch nicht kodifiziert. So, gut. Also, einige Metaphern wollte ich Ihnen noch vorstellen, aber ich bin dann eigentlich auch gleich am Ende. Und zwar, warum diese ganze Klimadebatte eine große Verarsche ist. Ja? Also dieses Wort verarschen, das verarschen, verarschen, oh, je. Kommt mir schwer über die Lippen. Sie wissen, was das Substantiv, dieses berühmte Goethe-Zitat, Arsch, das ist Poja, das ist das da und das ist etwas derb,
ja, im Deutschen. Aber sie finden dieses Wort, und das hat mich tatsächlich außerordentlich gewundert, sie finden das im Online-Duden. Ja? Die, also es gibt ein Substantiv, die Verarsche, und ein Verb, ein schwaches Verb natürlich, verarschen. Nun, was heißt das? Das heißt im Grunde genommen nas michaza nacem. Ja? Aber das ist natürlich, wie gesagt, derbe Umgangssprache, und ich habe ein bisschen recherchiert. Man könnte vielleicht sagen, paimet, ja, und ablamevat, ja. Ich weiß es nicht, das müssen Sie jetzt sagen, ob das passt. Und also für das Substantiv, die Verarsche, könnte man na Korka sagen. Ja? Gut, also es wird häufig verwendet, aber also ich nicht. Ja? So, dann, wenn schon gegen die Wand, dann bitte mit Vollgas. Ist das klar? Also gegen die Wand fahren mit Vollgas, na polnem gazu. Ja? Und dann, naja, ob mir das Klima am Arsch vorbeigeht, ja? Was ist damit gemeint? Ist mir egal, не все равно, ja? Aber eben derb, ja? Sehr, sehr Umgangssprache, ja? Dann zurückrudern wäre durchaus angenehm. Also zurückrudern, das Wort rudern heißt auf Russisch griesti, ja. Also griesti abratna. Das bedeutet aber de facto, also etwas zurücknehmen. Ja? Also nicht rudern, sondern zjat, ja. Und dann das bestehende Wirtschaftssystem, also dieses in eckigen Klammern, das hat gefehlt, vor dem Kollaps zu bewahren. Ist das klar, Kollaps? Nein. Ja, ist klar. Ne? Gut, okay. Dann bin ich am Ende. Ich wollte eigentlich noch zu der Literatur da was sagen, aber das ist vielleicht für Sie. Nein, Moment. Jetzt. Ja. Ja, gut. Also, brandneue Wörter. FFF, Fridays for Future. Was aber de facto ein Fused Filament Fabrication, ein Verfahren des 3D-Druck bedeutet. Heute aber FF ist Fridays for Future. Dann Klimagerechtigkeit. Was heißt Klimagerechtigkeit? Klimagerechtigkeit heißt, dass Länder wie Afrika eben nicht die Folgen des Klimas, des Klimawandels tragen müssen, sondern dass das ein politisches und ethisches Problem für die reichen westlichen Länder ist. Das heißt Klimagerechtigkeit. Und nun wirklich absolut neu ist das Wort Meinungskorridor. Das kann man sich unter Meinungskorridor vorstellen. Sie wissen, was ein Korridor ist. Ja? Also es ist eine Metapher, das ist klar, was ein Korridor ist. Und der Korridor ist schmal, ja? Und genauso schmal sind inzwischen die zulässigen Meinungen, die öffentlich geäußert werden dürfen. Hm? Und wenn jemand von diesen Meinungen abweicht, dann muss er mit einem sogenannten Shitstorm rechnen. Das ist der Meinungskorridor. Ist also, finde ich, problematisch. Ja? So, gut, das nächste brauchen wir nicht. Dann die Literatur, das ist vielleicht für Sie jetzt auch nicht so interessant. Ja, damit wäre ich am Ende. Dankeschön.